Sehr geehrte Damen und Herren und andere Entitäten, liebe Avatar-Innen, Weihnachten ist ja nun auch schon wieder vorbei. Von daher kann man hier auch eine kleine Bilanz ziehen, ein Resümee. Eine Resümee. Und zwar, ich denke, wie folgt. Ja. Soweit dazu. Und heute ist es ein bisschen länger mehr. Also, eventuell teile ich euch das auf und gucke das dann an mehrere Minuten. Also, eventuell teile ich euch das auf jeden Tag. Nur ein Stück. Ja, ja, im Grunde habe ich, ne, Weihnachten auch noch. Und als nächstes, ja, ich bin ein bisschen durcheinander mal wieder, ne? Ja, genau, dann wollte ich auf Themen zu sprechen kommen, auf Themen, ne? Erstmal schon die großen Themen, Moment hier, ja. Bei den großen gesellschaftlichen Themen, ne, da haben wir einmal die Umwelt natürlich. Die Umwelt hat leider keine Fortschritte gemacht, der Umweltschutz und Ähnliches, aus meiner Sicht. Und alle großen Verantwortlichen und auch wir selber sind tatsächlich weiter aufgefordert, da zu kämpfen, ne? Und ja, ich gebe es zu, ich habe durchaus Verständnis und so für die sogenannten Klimakleber, ne? Also, und das zweite Thema ist Frieden. Die meinen großen Kriegsschauplätze kennt ihr. Ihr seid informiert. Und ich denke, ich betrachte mich schon eigentlich schon immer als Ernsthaften. Ernsthaften Pazifisten. Und ich muss wirklich sagen, das Leben ist in diesen Zeiten für mich etwas schwierig geworden dadurch, ne? Schwierig, weil einerseits ist es als ernsthafter Pazifist relativ einfach, also alle Massen, alle Gewalt gegen Lebewesen lehne ich ab, ne? Und brauche von daher nicht taktisch, strategisch überlegen und mir immer Massenhaltungen Gedanken machen und Ähnliches. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man heute für Frieden eintritt, dann lauern da Gefahren von Schubladen und von Zuschreibungen, die absolut nicht in Ordnung sind. Also auf der einen Seite als Russland-Versteher oder Putin-Versteher oder gar Putin-Fan, ne? Ganz sicher nicht, ne? Und auf der anderen Seite, im anderen Krisengebiet, lauert die Schublade, man wäre anti-israelisch, anti-zionistisch, anti-semitisch und judenfeindlich, ne? Auch das ist für mich völliger Unsinn, ne? Ich bin einfach für Frieden. Es wurde, man sagt ja, leider gibt es ja überhaupt keine Alternativen gegenüber Bomben, Granaten, verwunden, verschimmeln,
töten, es gibt keine Alternativen. Ich will euch damit jetzt nicht langweilen, ich habe da ein kleines Büchlein zusammengefasst in Stichworten. Und ich blende das gleich mal kurz rein. Also ich denke, so alternativlos ist das alles nicht. Ja gut, nächstes Thema, Umwelt und Frieden. Ach ja, auch der Schamanach soll natürlich hier wieder seinen Platz finden, ne? Und einen Teil davon möchte ich an sein Gewinnspiel verbinden. Dazu muss ich eben kurz die Kantone wechseln, das hat er ja gesehen, ne? Habe ich auch noch mehr von. Ne? Also Moment, andere Pullover, ne? Ja, T-Shirt. So, da wäre ich wieder. Ein neues T-Shirt von mir. Ich habe ja meistens welche zu ernsten Themen, ist das eigentlich auch, nur man merkt es vielleicht nicht sofort. Ne? Ich gucke immer nach oben, weil früher haben meine Sätze oben, jetzt ist sie unten, ne? Nicht irritieren lassen. Ne? Also ja, mein neues T-Shirt, ich versuche euch das zu zeigen. Bitte aufpassen oder Screenshots machen. Also das wäre dann hier, ja so. Ja, ich denke, man erkennt das alles recht gut. Ne? Es ist also ein Wärme-T-Shirt, ne? Da laufen ja viele Menschen mit herum, ne, mit na Costa oder sowas, ne, und Mika oder Knife oder so, ne, ihr wisst schon, ne, und ich als Rentner jetzt, da kommen wir noch zu, brauche ich ja Nebenverdienung, da könnte ich ja auch sehr gut laufen, ne, für hier diese höchst ehrenwerten, wenn auch fiktiven Firmen, ne? Und das Gewinnspiel ist so, die ersten drei Gewinner von denen schlage ich Preise vor, drei Stück, und dann könnt ihr einen aussuchen. Nicht teuer, das macht man. Aber die Aufgabe wäre also, diese Firmen zu benennen, ne? Und halbwegs korrekt, ne? Und wer möchte, kann auch noch dazu schreiben, aus welchem Film oder Filmserie, aber nur wie die Firmen jetzt heißen, ne? Also, ne? Ja, Firmen oder, ich muss genauer sagen, genauer gesagt, Organisationen, Firmen oder in dem einen Fall auch eigentlich ein bestimmtes Produkt. Ja, das wäre dazu. Das andere, ich wollte euch noch eins von meinen, ich kaufe ja immer so Zeugs, ne? Für kreative Zwecke, ne? Hier noch, damit kann man jetzt Geldscheine prüfen auf Echtheit, ne? Und man kann auch im Saas die Wände beleuchten, aber wer ein reinlicher Mensch ist, macht das vielleicht immer nicht. Manche kennen das vielleicht noch früher aus dem Disco, ne? Disco, ja. Und zwar schwarz nicht, ne? Vorsicht, jetzt nicht in, ein bisschen arg hell, ne? Ich versuche mal es hier in der Wohnung etwas anzuleuchten, ne? Und um den Effekt zu. Das ist mein Freund, nicht in Power. Der Sessel ist mir. Der Bürostuhl ist mir immer den Tee gerollt. Ich weiß nicht, ob es jetzt so gut rauskommt.
Also alle weißen Flächen, die strahlen mit dem Noah, das ist um die Lichtschwert, genau, die strahlen ganz enorm. Und auch Dinge, die von Natur aus so in Neonfarben sind, die machen dann auch ganz viel her. Wir haben da hinten noch so ein, ich war wieder da. Mal gucken, ob es klappt. Also. Das kann auch ähnlich wie weiße Flächen. Ähnlich wie weiße Flächen leuchtet das dann ganz enorm. Ne? Aber. Also kommt im Original noch wenig besser runter. Ich will euch gleich nicht zu lange mit aufhalten, ne? Aber es ist hübsches Spielzeug, ne? Kreativ sehen und überhaupt. Wir haben heute auch noch eine Großecke, ne? Nicht verpassen, ne? Bitte bleiben Sie dran, ne? Großecke. Kommt auch noch mal. Ja, T-Shirt und Lampe, ne? Also ihr könnt mir dann die Lösung von dem T-Shirt ochma1ftonline.de oder sonst irgendwie, ne? Ja, jetzt wollte ich noch zu einigen persönlichen Dingen kommen, ne? Also wenn du an der Weltpolitik interessiert ist, ne? Wer kann jetzt mal vorspulen oder so? Moment. Ja, ja, das spult mir vor, ne? Ja, persönliche Dinge, ne? Weil die hat es gegeben, ne? Also einmal sieht ich jetzt Rentner, ne? Rentner von Beruf. Seit dem 1.12. genau genommen. Und das wird dann noch finanzielle Einbußen erbringen, aber schauen wir mal, ne? Im Vergleich zu Hartz-IV-Empfängerinnen oder Berechtigten, beziehungsweise Bürgergeld, ne? Rainer heißt ja jetzt Twist, ne? Jetzt bin ich immer noch deutlich privilegiert, und das weiß ich auch, ne? Aber es gibt eine Umstellung und ich tue mal mein Bestes. Das ist ein erstes Veröffentlichen, ne? Damit verbunden ist natürlich ein Symbol, dass ich jetzt offiziell zum alten Eisen gehöre, alt im Sinn, ne? Also jener will es werden, keiner will es sein, ne? Aber was soll man machen? Ne? Ich bin Michi in keiner Kirche und Sekte, die mich da irgendwie trösten können, aber ich habe trotzdem eine Weltanschauung. Und rein zufällig habe ich natürlich auf seiner Seite auch schon ein Buch dazu geschrieben. Ne? Ich habe aber keinen Missionseifer, ne? Weil ich könnte mich ja auch irren, aber ich glaube nicht mehr. Pantheismus, hilft das? Ja, teilweise schon. Aber nach und ab, ne, Schleichwerbung, das ist ein grüner Familie, ne, egal. Ja, viel alt. Das Schreibarmee hat jetzt allerdings einen Vorteil. Ich kann noch mal ein bisschen klarer sagen. Hast du die Leuchtung hier abgenommen nochmal? Ja, der ist ja hoch. Nö, alles klar, oder? Ja gut, ich kann ganz klar noch ein bisschen klarer sagen, dass mein sogenannter autobiografischer Roman, dass er eigentlich nichts von einem Roman hat, außer dass ein paar Namen verändert wurden.
Und das auch, ist das auch absichtlich eher ungeschickt, also eine Frau Bruchstein und so, nein, könnte man hier in der Gegend drauf anmerken. Ja, also es ist kein Roman, es ist schlicht und einfach eine Biografie, ne, also eine Autobiografie. Und was da an Fakten drinsteht, ist eins zu eins so wie geschrieben. Kann ich auch verlegen, kann ich auch beweisen. Entschuldige, dass ich schon wieder nach der Schleichwerbung mache, aber ich habe noch nicht genügend Ärger bekommen, deswegen. Und das würde ich eigentlich noch sehr gerne. Wenn mir übrigens aktiv helfen möchte, ich habe jetzt nochmal ein bisschen investiert und habe mir einige Blöcke von diesen Flyern bestellt. Also ich schicke gern euch 5 oder 10 oder 25 zu. Schicke ich euch gern zu, die könnte man irgendwo versehentlich liegen lassen oder sogar direkt verteilen. Wäre mächtig nett von euch, weil ich interessiere Sachen finden. Die können so nicht bleiben und die müsste man ändern. Ja, das war jetzt nicht meine Werbung. Ratschläge am Ende, die kommen noch nicht. Haben wir noch. Ach ja, das ist vielleicht interessant. Ich plane im Moment nach Sinn meiner Umsetzung eines Fuß, ne, einer Aktion. Ich hatte mit einer meiner Rechtsschutzversicherungen mal Kontakt aufgenommen, ob das, was in den letzten 9 Jahren und 2 Wochen so gelaufen ist, ob ich da nicht noch irgendwas machen kann. Hinsichtlich meines geschätzten Arbeitgebers, der mich gedemütigt und kalt gestellt hat und euch euer Steuergeld geklaut hat. Da kam dann erstmal heraus, ja, nee, leider eigentlich nicht, also schriftliche Entschuldigung oder irgendetwas in der Art, also eigentlich ist nichts mehr zu machen, aber es gibt neue Urteile vom EU-Gerichtshof. Von 1918, 19 und von 23. Sorry. Wenn der Arbeitgeber nicht daran erinnert, dass noch Urlaub zu nehmen ist, dann verfällt der Urlaub nicht. Und ich habe seit Ende 2014 habe ich mal aus ganz wichtigen Gründen mal einmal, glaube ich, 5 Tage genommen, einmal einen Tag. Ansonsten habe ich ja nicht dran gedacht und hätte mich auch nicht getraut, weil ich wollte ja immer noch reinstehen, weil man hat sich ja immer umgeschaut nach Einsatzstellen für mich, ne, dass ich dann immer noch reingestanden bin. Ne. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist durchaus sehr gut möglich, dass wir noch eine Urlaubsabsetzung für ungefähr 302 Arbeitstage zusteht. Ja, ich weiß, jetzt zahlen es nicht für Geld, nirgends, aber ich weiß nicht, ob das Geld nicht bei mir manchmal aufgehoben wäre. Eine ganz fette Spende in vierstelliger Höhe wird auf jeden Fall mal eine gemeinnützige Organisation bekommen, die sich mit Mobbing bzw. konkreter gesagt mit Bossing beschäftigt. Und auch sonst würde ich kreative und soziale Dinge damit anfangen. Ne? Also von daher
Ja, Marc, nach mir Glückwünschen für diese kleine Aktion. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, ne? Und was kommt? Ah, ja, natürlich. Ganz wichtig, ganz wichtig, ne? Ich habe dann in den Medien, in den Social Media, habe ich dann gesagt, wer möchte gerne meine Großmutter oder irgendwen über mich grüßen, ne? Weil ich stelle dann diese Öffentlichkeit her, so wie ich aus vergangenen Jahren weiß, schauen ja mehrere Dutzend Menschen nach und nach meine Reden an. Ja? Und das ist ja schon mal was. Ne? Ja, und dann haben sich auch mehrere Leute gemeldet und sehr gerne, lese ich das mal was vor. Ich fange mal an mit einer Kollegin Renate Z. aus L. Sag doch mal was über Rentner. Und dann möchte ich gerne meine Kinder und Enkel grüßen. Sebastian, Diana, ihren Partner, Sina und Prinz und die Enkel Nesta, Elia, Milan, Mahis, kann ich hoffentlich, das ist ausgesprochen, und Yari. Zum Teil kenne ich ihn sogar, zumindest von Filmen und so noch. Und grüße sie sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch die Sami Esmund von Facebook. Die fragt mich etwas Nettes über Katzen zu sagen. Und möchte euch informieren, dass die Vorurteile über Katzen absolut nicht zutreffend sind. Also die, wenn das sozusagen die Straßenvorurteile, die treffen nicht zu. Und ganz konkret, grüßt sie hiermit, hörst du so, liebe Katzen, sie grüßt die Katzen Rumo, Max und Flöne. Ach ja, und ihren Bruder Philipp grüßt sie auch noch, ne, also in dieser Reihenfolge. Ja. Ja, und ganz wichtig auch noch von Philipp Johannes Seefunk. Er möchte, da geht es auch um Kasten, beziehungsweise um einen Kater. Und zwar, er grüßt den Bruder Max von seinem Kater Moritz. Ja? Also auch sehr gern von mir gegrüßt. Ja, damit haben wir es fast geschafft. Ich glaube, das ist nämlich mit Abstand eine meiner längsten Reden. Wahrscheinlich vor um die Lampen noch weniger. Ne? Aber okay. Es muss natürlich sein. Ich habe noch meine üblichen drei Tipps. Es könnte ja sein, dass ihr die von vorigen Jahr wieder vergessen habt. Ne? Ja, ja, denkbar, ne? Also, immer 1 Euro mehr als ursprünglich geplant für wohltätige Zwecke spenden. Ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Und immer ein Buch mehr lesen als ursprünglich geplant. Auch sehr wichtig, ne? Zum Beispiel ein Herr Amtara
freust dich bestimmt auch immer diesen Rat, aber sicher auch viele andere. Ja, und jetzt noch eben was ein medizinischer, wichtiger Tipp aus eigener, leichterer Erfahrung damals geboren. Kauf niemals Socken in der passenden Größe. Tut es nicht. Es war damals ganz schlimm bei mir, es hat gejuckt, gekratzt und Spuren hinterlassen, es hat keinen Sinn. Immer mindestens eine Nummer größer, vielleicht auch zwei. Ne? Also, ihr tut euch da etwas Gutes. Ne? Und falls ihr da noch nicht drunter gelitten habt, ne, gut und schön, aber ne? ist so. Ja, das war's dann für heute. Ihr habt uns überstanden. Ich auch, und ich wünsche euch, live long and prosper. Alles Gute in allen Händen. Und see you.